Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zur dieswöchigen Pressekonferenz rund um Corona, alle Neuigkeiten herzlich begrüßen. Die neue Stadtratsperiode hat angefangen, aber wir wollen natürlich an dem bewährten Format festhalten, dass wir Sie, wenn möglich, jede Woche auch mit den aktuellen Informationen versorgen. Ich darf heute nicht nur alleine hier stehen, sondern unter anderem wird unsere zweite Bürgermeisterin und Bildungsreferentin Martina Wild mit dabei sein, die etwas sagt zum Thema Wiederaufnahme des Schulbetriebs, die Situation in den Kitas, aber auch, wie es eigentlich mit der Sing- und Musikschule aussieht. Frau Greger, die Leiterin unserer städtischen Altenhilfe, wird erläutern, wie ab dem Wochenende die Lockerung der Besuchsverbote in unseren Altenhilfeeinrichtungen gehandhabt wird. Unser Ordnungsreferent Frank Pinsch wird erläutern, wie denn die schrittweise Öffnung des Parteiverkehrs für unsere städtischen Dienststellen umgesetzt wird. Und ich darf Sie zu Beginn zunächst auf die allgemeine Lage hinweisen. Allgemein ist es so, dass wir bisher im Stadtgebiet 388 positiv getestete Personen zählen konnten. Davon sind inzwischen 339 genesen. Das entspricht fast 90%. Leider verstorben sind 13 Patientinnen und Patienten, die älter waren und zum Teil auch entsprechende Vorerkrankungen hatten. In den vergangenen 7 Tagen wurden pro Tag zwischen 0 und 3 Neuinfektionen gemeldet. Und daran sehen Sie schon, dass sich die Verbreitungsgeschwindigkeit signifikant verlangsamt hat. Viele Infektionsketten konnten vom Gesundheitsamt bereits unterbrochen werden. 111 Kontaktpersonen, also Personen, die Kontakt zu bestätigten Covid-19-Fällen hatten, befinden sich aktuell noch in Quarantäne. In den Alten- und Pflegeheimen haben wir momentan noch 23 Bewohnerinnen und Bewohner insgesamt erkrankt gewesen, aktuell noch 5 und 20 Mitarbeitende, aktuell noch 3 Erkrankte. In den Krankenhäusern werden momentan 5 Augsburgerinnen und Augsburger stationär behandelt. Im Uniklinikum befinden sich derzeit etwa 15 Covid-19-Patientinnen, die dort stationär aufgenommen worden sind. Die Anzahl der beatmeten Patientinnen und Patienten ist im unteren einstelligen Bereich. Und auch daran sehen Sie, dass die Zahlen stetig sinken. Vor 2 Wochen lag das noch bei über 30 und vor 3 Wochen noch über 40 Covid-Patientinnen und Patienten im Universitätsklinikum. Und die Arbeit ist natürlich auch in der letzten Woche ganz normal weitergegangen, sodass wir beispielsweise gestern auch unsere Phygika, unsere Führungsgruppe Katastrophenschutz, wieder einberufen haben, um uns gegenseitig auf den neuesten Stand zu bringen. Da ging es vor allem auch um die Frage der Ausstattungsgegenstände, der Schutzausrüstung, die inzwischen in ausreichendem Maß vorhanden ist, sodass wir auch dazu übergehen, Schutzmaterialien einzulagern, um auch für die zweite Welle gerüstet zu sein. Und auch die zweite Welle, die die Ärztinnen und Ärzte uns im Herbst prophezeien, wird etwas sein, auf die wir uns vorbereiten müssen. Das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten tun. Da gibt es viele Dinge jetzt auch noch mal zu erläutern, zu erklären, vor allem aber auch aufzusetzen, gerade eben auch, wenn es dann darum geht, unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, die vielleicht eben im Pflege- oder im Altenheim untergebracht sind, wie da dann eben auch die Verlegungen zwischen dem Klinikum und dann eben auch den alten Pflegeeinrichtungen künftig stattfinden kann. Aber zuerst ist diese Woche ja auch die positive Nachricht über die Ticker gegangen, dass es jetzt dann ab den nächsten Tagen Lockerungen geben wird. Die Bayerische Staatsregierung hat hier entsprechend die Infektionsschutzverordnung erlassen, wonach eben verschiedene Dinge in den nächsten Tagen wieder möglich werden. So entfallen die Ausgangsbeschränkungen. Im privaten und im öffentlichen Raum gilt künftig nur noch eine Kontaktbeschränkung. Das bedeutet, unterwegs sein, treffen oder Besuche sind durchaus möglich, allerdings begrenzt auf folgenden Personenkreis: Angehörige des eigenen Hausstands, Partner, Verwandte in gerader Linie, also Eltern, Kinder, Großeltern, Geschwister sowie eine weitere haushaltsfremde Person.
Das ist eine Regelung, die in Bayern gilt. Ich weiß, dass gestern von der Bundesregierung auch verlautbar worden ist, dass sich zwei Hausstände miteinander treffen können. Das ist eine Regelung, die in Bayern so nicht umgesetzt worden ist, sodass es hier entsprechend nur auf den gerade von mir erwähnten Personenkreis ankommt. Auch unsere Unternehmen dürfen ab kommendem Montag wieder öffnen. Das heißt, dass alle Handels- und Dienstleistungsbetriebe ihre Pforten wieder aufmachen dürfen, allerdings eben auch unter Auflagen. Das bedeutet, Mindestabstände müssen eingehalten werden. Mund-Nase-Bedeckung bei Kunden und Personal ist Pflicht, genauso wie auch ein Schutz- und Hygienekonzept in den jeweiligen Einzelhandels- und Dienstleistungsbetrieben erstellt und umgesetzt werden muss. Auch Fahrschulen und Musikschulen dürfen unter besonderen Auflagen öffnen. Zum Thema Musikschulen wird meine Kollegin Martina Wild noch genauer ausführen. Fitnessstudios und Tanzschulen, das sind momentan, glaube ich, die meisten E-Mails, Facebook-Anfragen und Briefe, die mich erreichen. Ich verstehe sehr gut, dass gerade auch in diesen Unternehmen natürlich der Wunsch danach groß ist, dass man seine Tätigkeit wieder aufnehmen darf. Aber diese Bereiche sind explizit noch von der Staatsregierung ausgeschlossen. Diese Bereiche dürfen noch nicht öffnen, einfach weil natürlich beispielsweise beim Tanzen man gar keinen Mindestabstand unbedingt einhalten kann. Da können wir leider in der Stadt Augsburg momentan auch keine andere Regelung umsetzen. Bei der Gastronomie und bei der Hotellerie gilt, dass ab kommendem Montag die Gastronomie in den Außenbereichen öffnen darf und ab dem 25. Mai dürfen dann auch Speiselokale im Innenbereich öffnen. Auch hier gilt, es müssen strenge Auflagen eingehalten werden, es müssen Hygienekonzepte durch die Betriebe ausgearbeitet sein, es muss eine Begrenzung von Gästezahlen geben, die Sicherstellung von Abstand muss gewährleistet sein, aber auch die Öffnungszeiten werden am Anfang noch eingeschränkt sein. Und ab Samstag, dem 30. Mai, pünktlich zu den Pfingstferien, können dann eben auch möglicherweise Hotels unter strengen Auflagen öffnen. Bei den Öffnungsregularien zur Hotellerie und zur Gastronomie vielleicht noch der Hinweis, dass es sich hier von der Bayerischen Staatsregierung um einen Fahrplan handelt, der so ins Auge gefasst worden ist und so gewünscht wird, der aber natürlich unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklungen des Infektionsgeschehens in Bayern steht. Bei unserer Wirtschaftsförderung gehen nach wie vor viele Anrufe von Unternehmen ein, die wissen wollen, was denn jetzt in den nächsten Tagen wieder auch erlaubt ist. Beispielsweise melden sich gerade Personal Trainer, die fragen, ob denn in geschlossenen Räumen als Dienstleister mit lediglich einer Person eben auch dieses Personal Training angeboten werden kann. Dies ist nach Rücksprache mit unserer Ordnungsbehörde möglich. Bei anderen Fragen, beispielsweise ob der Betrieb von Heilpraktikerschulen der Erwachsenenbildung wieder aufgenommen werden kann, ob Solarien wieder öffnen dürfen, ob Ballettschulen als Tanzschulen zu sehen sind und wie es eigentlich mit Yoga- und Nachhilfeninstituten aussieht, da warten wir sehr dringend auf die entsprechende Positivliste des Freistaates Bayern, die uns eben darüber Aufschluss geben muss, ob solche Dinge ab kommender Woche auch wieder erlaubt sind. Unsere Verwaltung wird ebenfalls ab der kommenden Woche wieder Schritt für Schritt geöffnet. Wir waren ja in den letzten Wochen nicht weg von der Bildschirmfläche, sondern wir waren ja durchaus für Sie erreichbar, online, telefonisch und auch wenn nötig bei Terminen waren unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während der Krise für die Bürgerinnen und Bürger auch da. Aber die Gesundheit sowohl für die Bürgerinnen und Bürger, aber natürlich auch für unsere Mitarbeitenden steht eben an erster Stelle. Und für all unsere Dienststellen, die eben Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern haben, wurden in den letzten Wochen umfangreiche Betriebskonzepte erarbeitet, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. Und diese Betriebskonzepte haben wir gestern mit der Stadtspitze, der Arbeitsmedizin und Sicherheit und dem Personalamt abgestimmt, sodass wir dann nächste Woche sicher für uns alle auch in den Betrieb starten können. Was viele Familien freuen wird, ist, dass die Spielplätze wieder geöffnet haben. Seit gestern Mittwoch, den 6. Mai, ist Spielen draußen wieder erlaubt.
Die Wasserspielplätze werden in den nächsten Tagen in Betrieb genommen. Der Hofgarten und der Kräutergarten bleiben aber weiterhin geschlossen. Ich möchte die Eltern ganz herzlich darum bitten, auch hier die Regeln einzuhalten, nämlich dass Kinder nur in Begleitung von Erwachsenen auf den Spielplätzen unterwegs sind, dass auch hier Abstand gehalten wird und dass Ansammlungen vermieden werden. Und auch hier der Hinweis, falls es eben zu Menschenansammlungen auf Spielplätzen kommt, können einzelne Spielplätze dann auch geschlossen werden. Und ab nächster Woche werden auch andere Freizeiteinrichtungen in der Stadt wieder öffnen. Der Botanische Garten, der Zoo, die Kunstsammlungen und Museen, das Naturmuseum und die Stadtbücherei. Das wird schrittweise ab Montag erfolgen. Der Zoo wird am Montag um 11 Uhr seine Pforten öffnen. Die Öffnungszeiten sind von 9 bis 18 Uhr. Wir werden hier die Besucher zählen, dass wir eben auch entsprechend manche Besucherinnen und Besucher auch nur einlassen können, wenn tatsächlich auch genug Platz im Zoo ist. Der Zutritt zum Zoo ist nur möglich mit einem Online-Ticket, mit einem definierten Geltungstag, mit den Jahreskarten oder eben auch Freikarten. Mir ist nur wichtig, dass wir auch darauf hinweisen möchten, dass eben die Tierhäuser und der Zooshop nach wie vor geschlossen ist. Der Botanische Garten wird ab kommendem Mittwoch, dem 13. Mai, geöffnet sein. Die Öffnungszeiten werden von 12 Uhr bis 19.30 Uhr sein. Wir werden die Zahl der Besucher auf 500 begrenzen. Wir möchten Sie höflich darum bitten, dass Sie Mund-Nasen-Schutzbedeckungen tragen zum Schutz der Besucher untereinander, aber eben auch zum Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Pflanzenwelt unter Glas wird weiter geschlossen sein und in den Gärten werden wir zum Teil Rundwege ausweisen, sodass kein Begegnungsverkehr stattfinden kann. Sollten Sie den Zoo oder den Botanischen Garten besuchen wollen, möchte ich Sie herzlich darum bitten, doch auf den ÖPNV bzw. auch auf das Fahrrad zurückzugreifen. Sie wissen alle, dass die Parkplätze bei diesen beiden Einrichtungen auch begrenzt sind. Die Stadtwerke sind gerade dabei, ein Buskonzept aufzustellen, damit wir dann damit auch dem Besucherantrag Herr werden können. Aber vielleicht haben Sie ja auch die Möglichkeit, trotzdem, wie gesagt, schon bereits jetzt mit der Buslinie 32 oder dann eben auch mit dem Fahrrad zum Zoo zu kommen. Die Kunstsammlung und die Museen werden wir ab kommendem Dienstag, dem 12. Mai, öffnen. Das Schätzlerpalais, das Maximilianmuseum, Brechthaus und das Römische Museum öffnen am 12. Mai. Genau auch das Naturmuseum. Das Mozarthaus wird am 19. Mai eröffnen bei H2. Und der neuen Galerie wissen wir noch nicht ganz genau, wann das Öffnungsdatum sein wird. Auch hier gelten Schutzmaßnahmen, zum Beispiel die Maskenpflicht. Wir werden eine angepasste Besucherführung machen. Wir werden eine kontaktlose Entwertung der Tickets einführen, eben aber auch Besucherbeschränkungen, ein Besucher auf 20 Quadratmeter. Und damit das Ganze auch eingehalten wird, werden wir auch mehr Aufsichtspersonal einsetzen. Zum Thema Stadtbücherei wird, wie gesagt, Frau Kollegin Wild nachher ausführen. Zum Thema Parteiverkehr in den Bürgerbüros und im Standesamt, der findet nach wie vor nur nach Terminvergabe statt. Ausgenommen bei Terminvorgaben sind die Stadtkasse und die Bürger- und Touristeninformation, die ab kommendem Montag, den 11. Mai, ganz regulär öffnen sollen. Auch dazu werden Sie nachher mehr Informationen bekommen von unserem zuständigen Referenten Frank Pinsch. Im Parteiverkehr gilt ebenfalls eine Maskenpflicht. Wir haben für den Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für unsere Kunden Spuckschutzwände anfertigen lassen. Und die werden auch entsprechend installiert. Genauso werden wir auch, um sicherzustellen, dass nicht zu viele Menschen sich in einem Gebäude aufhalten, den Zugang mit Security-Kräften entsprechend ein bisschen steuern. Das ist ziemlich viel, was jetzt in den nächsten Tagen umgesetzt wird. Da möchte ich Sie schon heute alle ganz herzlich um Ihre Mithilfe bitten, damit wir auch diesen nächsten Schritt der Bewältigung der Corona-Krise gemeinsam in den Griff bekommen. Und jetzt darf ich an Martina Wild übergeben, unsere zweite Bürgermeisterin und unsere Bildungsreferentin, die was zu den Themenbereich Kitaschulen, Musikschule und Stadtbücherei sagen wird. Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Die vier Themenbereiche sind jetzt von der Frau Oberbürgermeisterin bereits skizziert worden.
Zum einen geht es ja darum, wie erfolgt die sukzessive Wiederaufnahme des Schulbetriebs, die ja am 27.04. für die Abschulklassen bereits gestartet ist, auch in den nächsten Wochen. Da gibt es ja eine stufenweise Öffnung ab dem 11.05. Parallel wird das Modell Lernen zu Hause ja fortgesetzt. Und natürlich wird es in den Schulen auch weiterhin eine Notbetreuung geben, im Übrigen auch für die Pfingstferien und selbstverständlich auch dann für die Sommerferien. Ganz wichtig ist, und es ist die oberste Priorität natürlich nach wie vor, dass der Gesundheitsschutz für alle Schülerinnen und Schüler, genauso wie für das Lehrerkollegium, natürlich nach wie vor sichergestellt wird. Eine Rückkehr zum schulischen Normalbetrieb wird es daher sicherlich auch in den nächsten Wochen noch nicht geben. In den Schulen ist es so, dass laut Mitteilung des Kultusministeriums alle Anwesenden einen Mund- und Nasenschutz auf den Begegnungsflächen tragen sollten. Im Unterrichtsbetrieb ist das nicht nötig. Natürlich ist es so, dass alle Schulen einen Hygieneplan erstellt haben und es oberste Priorität natürlich ist, dass dieser Hygieneplan sicher umgesetzt wird und sicher eingehalten wird. Die konkrete Organisation an sich obliegt den jeweiligen Schulleitungen für die jeweilige Schule unter den jeweiligen individuellen Rahmenbedingungen bezüglich Raum und Personal. Der Unterricht wird weiterhin in halber Klassenstärke erfolgen. Auch das ist ganz klar, dass wir weiteres Personal und weitere Räumlichkeiten brauchen und ein rollierendes System, weil ja nicht alle Schulklassen zeitgleich beschult werden können. Für die Stadt als Sachaufwandsträgerin ist es natürlich ganz wichtig, dass der Unterrichtsbetrieb für alle Schülerinnen und Schüler gewährleistet werden kann, aber unter der Maßgabe, dass er natürlich unter hygienisch sicheren Bedingungen gewährleistet werden kann. Deswegen hat die Stadt Augsburg die Schulhausreinigung in allen 70 öffentlichen Schulen angepasst. Es wird öfter gereinigt, es wird intensiver gereinigt und auch es wird über die Vorgaben des Kultusministeriums in unseren Schulen hinaus gereinigt. Ich komme dann zum Bereich der städtischen Kindertagesstätten. Generell ist es für alle Kindertagesstätten ja auch so, dass die vorhandene Notbetreuung auch in den nächsten Wochen sukzessive ausgeweitet wird. Bei den städtischen Kitas ist es zum aktuellen Stand 6.5. so, dass 306 Kinder betreut werden. Natürlich weitet sich auch dort die Betreuung der Kinder sukzessive nach den Vorgaben des Freistaates in den nächsten Wochen aus. Bei der Stadt Augsburg ist es dann so, dass die Raum- und Personalressourcen irgendwann auch ausgereizt sein werden, aber man schaut ganz klar, was möglich ist, wird auch ausgeschöpft an Möglichkeiten. Die Einnahmeausfälle betragen wohl ca. 1,2 Millionen für die Stadt Augsburg. Ich möchte aber für alle Eltern ist das ja mit das Wichtigste deutlich formulieren, dass im Bereich der städtischen Kitas auch im Mai die Abbuchungen weiterhin ausgesetzt werden. Und diejenigen Eltern, deren Kinder jetzt keine städtische Kindertagesbetreuungseinrichtung besuchen, werden natürlich auch keine Gebühren bezahlen müssen. Ich komme zur Stadtbücherei. Auch die Stadtbücherei wird jetzt ab kommenden Montag wieder geöffnet werden, im kleineren Rahmen natürlich. Also Sie werden dort keine Zeitung lesen können, die Kinder werden dort nicht in Ruhe ein Buch lesen können, aber sowohl die Zentrale als auch die Zweigstelle werden ab Montag auch unter Wahrung eines Hygienekonzeptes natürlich für Sie wieder zur Verfügung stehen. Parallel wird es auch das Bücherei-to-go-Konzept noch geben. Und auch die städtische Sing- und Musikschule wird wieder für Sie eingeschränkt zur Verfügung stehen. In der Zentrale, im Zeughaus, wie auch in der Villa Leopold wird es zukünftig wieder Einzelunterricht geben. Aber wie gesagt, nur Einzelunterricht, also ein Schüler, eine Schülerin und eine Lehrkraft. Mehr wird dort leider derzeit nicht möglich sein. Also das heißt, kein Orchesterunterricht wird möglich sein. Und eine weitere Einschränkung wird es noch geben. Bläser- und Gesangsunterricht wird derzeit auch noch nicht stattfinden können. Aber Sie sehen, weitere Möglichkeiten sind jetzt vorhanden.
Vielen Dank, Martina Wild. Als nächstes darf ich unseren Ordnungsreferenten Frank Pintsch nach vorne bitten. Und während er sich auf dem Weg nach vorne macht, noch vielleicht zwei ganz kurze Ergänzungen. Ich habe mich angeblich gerade vorher versprochen, dass der Gastrum-Außenbereich nächsten Montag aufmacht. Nein, ab dem 18. Mai. Ich war meiner Zeit voraus. Und mir wird außerdem gerade ein Zettel zugesteckt, dass der Ministerpräsident gerade vorhin noch mal konkretisiert hat, dass sich ab kommendem Freitag, also ab morgen, die Mitglieder von zwei Haushalten treffen dürfen. Also auch insofern hat sich Bayern da entsprechend der Regelung der Bundesregierung auch angepasst. Und damit darf ich das Wort an den Ordnungsreferenten Frank Pintsch übergeben. Vielen Dank, Frau Oberbürgermeisterin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich grüß Gott auch von meiner Seite. Sie merken gerade ja an der letzten Äußerung, dass die Sache täglich in Bewegung ist. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass man weiß, dass weiterhin das allgemeine Abstandsgebot gilt. Das heißt, bei allen Lockerungen ist es notwendig, die Infektionswege weiterhin so gut zu unterbrechen, wie es möglich ist und hier auch auf den nötigen Abstand zu achten. Und so formulieren es auch die einschlägigen Verordnungen, nämlich dass, wo immer möglich, der Abstand einzuhalten ist und Kontakt zu reduzieren ist. Und auch diese Maßgabe gilt für den Bereich der Öffnung der Verwaltung. Er gilt auch bitte weiterhin für das persönliche Verhalten jedes Einzelnen in Augsburg. Die Augsburger Stadtverwaltung war nie ganz geschlossen. Natürlich haben wir als eine Einrichtung, die die öffentliche Daseinsvorsorge gewährleisten muss, immer auf eine Erreichbarkeit geachtet und diese war auch gegeben. Wir halten es jetzt für vertretbar, wichtige, auch kundenintensive Bereiche Schritt für Schritt zu öffnen, aber sowohl zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger als auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dies nur mit einem sehr guten Betriebskonzept zu tun. Es ist weiterhin notwendig, dass Sie in den Bürgerämtern oder zum Beispiel auch im Standesamt bitte nur mit Terminvereinbarung kommen. Das heißt, hier ist es bis auf Weiteres erforderlich, dass Sie mit einem persönlichen Termin versehen werden und sich hier über die bekannten Kontaktformulare der Stadt Augsburg entweder übers Internet oder über die Telefonnummer beim Bürgeramt 324 viermal die 9 Kontakt aufnehmen und sich einen Termin geben lassen. Das gilt auch für den Bereich der Sozialverwaltung, das Amt für soziale Leistungen und das Amt für Kinder, Jugend und Familie. Im Übrigen wird Ihnen in den Ämtern dann das begegnen, was Ihnen auch im öffentlichen Leben heute schon begegnet, zum Beispiel im Personennahverkehr und in den Einkaufsmärkten. Bitte kommen Sie mit einem Mund-Nasen-Schutz. Dieser gilt für die gesamte Stadtverwaltung, dass Sie bitte als Bürgerinnen und Bürger Ihren Mund-Nasen-Schutz dabei haben und dann auch in den Gebäuden aufziehen. In den Gebäuden selber finden Sie entsprechende Bodenmarkierungen und auch sind alle Tresen und öffentlichen Parteiverkehrszonen mit entsprechenden Plexiglaswänden zum gegenseitigen Schutz ausgestattet. Wir können nicht gewährleisten, dass die Verkehrsflächen in den Gebäuden ausreichend Mindestabstand gewährleisten. Vor diesem Hintergrund ist es nicht möglich, allgemeinen Parteiverkehr anzubieten, sodass Warteschlangen oder auch Ansammlungen in Aufenthaltsräumen vermieden werden müssen. Deswegen ist die Terminvereinbarung unabdingbar und bis auf Weiteres so bitte zu machen. Einen ganz ausdrücklichen Dank möchte ich an der Stelle mal an den Ordnungsdienst und an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch senden, die in einer schwierigen Lage hier die Erreichbarkeit gewährleistet haben und die auch als gerade im Besonderen der Ordnungsdienst in der Öffentlichkeit Präsenz zeigen und, glaube ich, auch mit einem großen Verständnis, aber auch mit einem gewissen notwendigen Nachdruck auf die Einhaltung der Regelungen hinweisen und sie auf die Einhaltung hindringen. In der letzten Woche sind 400 Kontrollen durchgeführt worden, allein durch den Ordnungsdienst. Und ich möchte auch ausdrücklich mal ein Lob an die Bürgerinnen und Bürger richten. Es gab keinerlei Verstöße, die hier mit einer Ordnungswidrigkeit geahndet werden mussten. Das Einzige, was uns erreicht, sind Anrufe oder dann auch Kontrollen durch die Polizei, wo es um Partys in Privatwohnungen geht oder Versammlungen im öffentlichen Raum, wo eben Jugendliche oder Menschen zusammenstehen. Hier bitte mein ausdrücklicher Appell, das allgemeine Abstandsgebot wirklich zu halten und mit Ausnahme der jetzt erfolgten Öffnungen, nämlich Personen des Hausstandes, die weitere Person, die dazukommen darf, die zweite Person, wie der Ministerpräsident heute gesagt hat, bitte auf enge Ansammlungen weitestgehend zu verzichten. Ganz ausdrücklich möchte ich mich auch bei der Gastronomie und dem Gewerbe bedanken. Auch hier hat der Ordnungsdienst Kontrollen durchführen müssen. Diese sind ganz überwiegend immer auch freundlich aufgenommen worden. Für alle Leute ist es im Moment eine angestrengte Zeit, auch mit angespannten Nerven, das ist klar. Alle Kontrollen konnten durchgeführt werden und zeigten keinerlei Verstöße. Also hier auch mal ausdrücklichen Dank an unsere Gewerbe und unsere Gastronomie, die im Rahmen ihrer beschränkten Möglichkeiten hier gut arbeiten, die Leute versorgen und auch die Sicherheitsmaßnahmen aber ungeschmälert einhalten.
Als Letztes darf ich vielleicht von der Führungsgruppe Katastrophenschutz, die zusammen mit der Oberbürgermeisterin jetzt in meiner Verantwortung steht, berichten, dass wir, was das Schutzmaterial betrifft, sehr gut in Augsburg aufgestellt sind. Wir haben die Zeit, die jetzt auch in der ersten Welle zur Verfügung stand, die jetzt auch zum langsamen Abschwellen der ersten Welle führt, genutzt, um ausreichend Schutzmaterialien sowohl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für Kliniken, für Ärzte, für Pflegeeinrichtungen zu beschaffen. Alle Kräfte arbeiten hier gut zusammen. Es gibt regelmäßig runde Tische, auch wo die Sozialträger wie Altenheime, wie Pflegedienste sich abstimmen und Bedürfnisse, Notwendigkeiten, auch Probleme klar artikulieren und die wir auch bisher gut beherrschen konnten, weil wir sie gut im Verbund mit dem Gesundheitsamt und mit dem Katastrophenschutz angegangen sind. Als Letztes möchte ich Ihnen danken, weil diese Ausführungen des Ordnungsdienstes, dass bisher auch keine Verstöße in der letzten Woche mehr festgestellt und geahndet werden mussten, dass also einfache Belehrungen genügend zeigen, dass die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Augsburg verantwortungsvoll mit der Situation umgehen. Ausdrücklich möchte ich aber auch die Bitte der Polizei und meines Ordnungsdienstes weitergeben: Bitte halten Sie sich weiter an das Abstandsgebot. Die Lockerung der Ausgangsbeschränkungen heißt nicht, dass jetzt Normalität eintritt, sondern ich bitte Sie weiterhin, gut das Infektionsgeschehen zu beobachten und das notwendige Abstandsgebot, so wie es jetzt gelockert ist, umzusetzen. Vielen Dank von meiner Seite. Vielen Dank, Herr Pinsch. Dann darf ich als Nächstes die Frau Greger, die Chefin unserer städtischen Altenhilfe, bitten, die uns auf den aktuellen Stand bringen wird zum Thema der Lockerung der Besuchsverbote in den Alten- und Pflegeheimen. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Zusehende, liebe Zusehende, es ist im Prinzip eine freudige Botschaft, denn die Lockerungen führen in einem ganz wichtigen gesellschaftlichen, sozialen Bereich dazu, dass wieder Begegnungen stattfinden können. Ich rede hier von den Begegnungen in den Senioren- und Altenheimen. Die Lockerungen in den Senioren- und Altenheimen treten ja nun bereits seit mitkommendem Samstag in Kraft. Am kommenden Wochenende werden also alle, da spreche ich nicht nur für die städtischen, sondern auch für die anderen Träger in unserem Geschehen hier, alle Alten- und Pflegeheime wieder Besuche erlauben, wenn auch sehr eingeschränkt. Der Ordnungsreferent hat hier in einigen Dingen schon vorweggegriffen, die natürlich auch da nochmal an Wichtigkeit besonderen Ausdruck brauchen. Denn wir haben es hier mit einem Bewohner, mit Bewohnerinnen und Bewohnern, Seniorinnen und Senioren zu tun, die wir in den letzten 8 Wochen mehr als sehr gut, meine ich, für das lokale Geschehen in Augsburg und Umgebung sehr gut behütet und beschützt haben. Und das ist jetzt schon der Dank an die Mitarbeitenden, dass das überhaupt so möglich war und an die örtliche Gesundheitsbehörde, die uns hier in vollstem Maße unterstützt hat. Die Rückkehr zur Normalität ist sicherlich wichtig. Sie bringt natürlich Freude, ein Stück Erleichterung auch für Mitarbeitende. Und es verbindet sich da schon auch der Glaube daran, dass der Weg der Besserung nun eingetreten ist oder beginnt. Aber diese Besserung muss auch erhalten bleiben. Und es ist deshalb wichtig, dass wir hier gut beobachten und gut sensibel mit der Situation umgehen können. Es ist wichtig, dass die Gefahr natürlich der Vereinsamung der psychischen und psychosozialen Belastung der Bewohner, dass dem entgegengewirkt wird. Und das war der Verzicht der Besuche und dem Mangel an Teilhabe vom öffentlichen Leben. Das wird auch jetzt noch in den ein oder anderen Besuchen, die Sie nun vielleicht selbst machen, zu spüren sein. Dafür bitte ich um Verständnis. Dafür haben wir auch an der Gesunderhaltung gearbeitet. Diese Lockerungen müssen natürlich in Gleichklang gehen mit verschiedenen Maßnahmen, die wir jetzt für den Eigenbetrieb und im großen Teil natürlich auch die anderen Träger festgelegt haben. Wir folgen damit ausschließlich den Verordnungen des Bayerischen Freistaates, den Vorgaben, und die sind ja im Wesentlichen angelehnt an den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts. In manchen Dingen gehen wir, weil wir vorsichtiger sein wollen, auch weiter. Das beurteilen wir jeweils an der Situation, die sich dann für den Besuchenden ergibt. Es sieht nun Folgendes vor: Die Schutz- und Hygienevorlagen, eine Kontaktperson pro Tag kann einen Besuch machen unter telefonischer Anmeldung oder per E-Mail. Die Besuche müssen auf jeden Fall mit Mund-Nasen-Schutz, Mindestabstand des Abstandsgebots und, wenn möglich, im Freien stattfinden. Die Händedesinfektion
ist dann ein Muss, wenn wir uns innerhalb der Einrichtung bewegen. Für den Muttertag, der ja nun da ist, werden wir natürlich die Voranmeldungen jetzt in verschiedene telefonische Richtungen abholen. Wir haben eine, ich kann es gar nicht beschreiben, eine Flut von Anfragen schon ziemlich schnell auch gestern bekommen. Wir haben diese Lockerungsmaßnahmen natürlich auch mit verschiedenen Konzepten ausgestalten müssen, weil wir verschiedene strukturelle bauliche Vorgaben in den Häusern haben. Auf der einen Seite kann eine Einrichtung einen zentralen Zugang mit einem zentralen Empfang. Auch Besucher müssen sich registrieren. Wir haben das mit dem städtischen Datenschutz soweit abgeklärt. Und das ist keine Kann-, sondern eine Muss-Vorgabe. Es muss jeder Besucher registriert werden, zu welchen Bewohner er jetzt geht. In der Regel wollen wir auch beobachten, wann der Besuchende den Bewohner wieder verlässt und die Einrichtung. Und es müssen die direkten Wege, wenn denn überhaupt ein Zimmerbesuch gestattet ist, eingeschlagen werden. Zimmerbesuche sind nur dann möglich, wenn wir dafür Sorge tragen und dann nochmal das Personal an der Stelle, dass auch in Doppelzimmern wirklich nur eine Bezugsperson und ein Besuchender im Zimmer ist. Das bedeutet, dass auch Bewohnende in Doppelzimmern einem gewissen zusätzlichen Regular ausgesetzt sein werden. Das Beste ist natürlich, wenn wir sichere Begegnungsräume schaffen. So haben wir einige kreative Ideen von Pavillons im Freien, von großen Foyers. Wir haben aber auch in einer Einrichtung eine Besucherbox, die sehr vorteilhaft ist, weil dadurch die Besuchszeiten sehr ausgedehnt werden können. Der Besuchende kommt gar nicht in die Einrichtung, sondern die Einrichtung hat eine Öffnung und kann dann durch eine Glasscheibe ermöglichen, dass der Besuchende und der Bewohner sich dort treffen. Und da ist dann entsprechend auch der Außenbereich derjenige, der den Besuchenden quasi empfängt. Wir hoffen immer auf gutes Wetter in der nächsten Zeit. Wir haben an diesen ganzen Konzepten gefeilt, sind hier mit der örtlichen Gesundheitsbehörde in engem Austausch und auch mit den Kolleginnen und Kollegen aller Altenhilfeträger, die ich an dieser Stelle besonders erwähnen möchte, auch wenn ich die städtische Altenhilfe leite. Aber ohne das gute Miteinander, ohne den offenen und ehrlichen Austausch, hätten wir manche kreative und manche pragmatische Lösung, die wir auch in die Folge dieser Kurzweiligkeit mancher Regelungen nun mal schnell umsetzen wollen, nicht geschafft. Diese Lockerungsmaßnahmen bedeuten natürlich auch, dass wir ein hohes Risiko eingehen. Das Risiko, und da ist mein ausdrücklicher Appell, übernehmen in der Tat jetzt die Einrichtungen oder die Altenhilfeträger. Und dieses Risiko liegt darin, dass wir auf einmal mehr Kontakte wieder haben, und diese Kontakte müssen reguliert sein und müssen sie für eine Weile auch bleiben. Es ist zwingend erforderlich, hier Infektionsketten nachvollziehbar zu machen, und zwar nicht nur in der jetzigen Situation, sondern auch im Blick auf die vielbesagte zweite Welle oder weitere Geschehnisse. Und es ist zwingend notwendig, dass hier Registrierungen stattfinden. Wir legen Datenschutzerklärungen vor. Wir bestehen auf eine Freigabe. Wenn diese nicht ist, werden wir den Besuch für den Tag nicht ermöglichen können und werden uns beraten in der Stadtverwaltung. Ich hoffe, dass Sie dafür Verständnis haben. Bei aller Lockerung möchte ich hier noch eine politische Botschaft schicken. Es ist jetzt auch an der Zeit, darüber wirklich intensivst nachzudenken, wie wir unter diesen Lockerungsmaßnahmen in Senioren- und Altenheimen über weitere Testungen hinaus in dem Maße, wie wir üblich jetzt testen mussten und wollten, nachzudenken. Wir haben dort ältere Herrschaften, die sind einem Infektionsgeschehen schutzloser ausgesetzt, und wir haben auch Mitarbeitende, die sich natürlich auch mit dieser Situation jeden Tag auseinandersetzen möchten und dies auch mit Freude tun. Und da ist nochmal die Überlegung, wie können wir diesen Zustand bis hin zu einer zweiten Welle mit Infektionsgeschehen auszuschließen, durch eventuelle zusätzliche Tests besser unter Kontrolle behalten. Ich bedanke mich und wünsche uns gutes Gelingen
Lassen Sie mich sagen, wir bewegen uns trotz des schönen Wetters auf dünnem Eis. Ja, vielen Dank, Frau Greger. Und es ist eigentlich auch das, was ich Ihnen am Schluss mitgeben möchte. Die wenigen Neuinfektionen, die wir in den letzten Tagen in Augsburg zu verzeichnen hatten, die sind Ihnen allen zu verdanken, indem Sie Abstand gehalten haben, indem Sie Einschränkungen in Kauf genommen haben und indem Sie eben das umgesetzt haben, was die Behörden auch entsprechend vorgegeben haben. Auch indem Sie durchgehalten haben. Und ich weiß es selber aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass es teilweise auch sehr schwierig ist, gerade mit kleinen Kindern, gerade in beengteren Wohnverhältnissen. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Aber diese guten Zahlen, die haben eben ein Aber. Und Frau Greger hat es eben gerade auch schon gesagt. Der Virus ist nach wie vor da, auch wenn wir ihn nicht sehen können, wenn wir ihn nicht schmecken können, wenn wir ihn nicht riechen oder fühlen können. Er ist da. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns trotz aller Lockerungen an die Gebote, Abstand halten, Hygienemaßnahmen auch weiterhin halten. Ich kann verstehen, dass man natürlich eine große Sehnsucht hat, danach auch mal wieder im größeren Kreis miteinander essen zu gehen oder zu feiern oder einfach mal Freunde zu treffen und einen schönen Abend miteinander zu verbringen. Aber das wird uns alles nichts helfen, wenn die Infektionszahlen wieder nach oben gehen und wir dann eben wieder darauf reagieren müssen, wie wir die Infektionszahlen wieder entsprechend in den Griff bekommen. Deswegen möchte ich Sie wirklich alle von Herzen bitten, sich an diese Regelungen trotz aller Lockerungen auch weiterhin zu halten. Seien Sie nach wie vor wachsam, behüten Sie sich und Ihre Lieben und bleiben Sie bitte gesund. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und jetzt gerne die Fragen. Wir haben eine erste Frage vom Herrn Pösel vom BR-Studio Schwaben, der gerne wissen möchte, dass ja Einzelsport ab 11. Mai wieder erlaubt ist. Und er fragt, ob das auch eine gute Nachricht für Augsburger Betreiber von Fitnesskursen ist, die unter Vorlage eines Hygienekonzepts ins Freie verlagert werden können. Wenn man sich die Infektionsschutzverordnung des Freistaates Bayern anguckt, dann gibt es da einen Paragraphen, der sich insbesondere mit dem Thema Sport beschäftigt. Und dort ist eben zum Beispiel festgehalten, dass Sport in Kleingruppen im Freien bis zu 5 Personen möglich ist. Das bedeutet aber, dass dringend darauf auch geachtet werden muss, dass der Abstand auch hier eingehalten wird. Ich lege das so aus, dass Fitnesskurse ohne Körperkontakt möglich sind, miteinander bolzen, mit 4 oder 5 Personen hingegen nicht, weil Fußballspielen ist einfach eine Kontaktsportart. Wir haben eine Frage von Franziska Megerle von RT1. Sie fragt, wie viele Besucher können denn maximal gleichzeitig im Zoo sein? Das ist eine gute Frage. Die kann ich momentan nicht beantworten. Wir werden sie aber entsprechend nach 500. Ah, wunderbar. Kollege Pinsch weiß Bescheid. 500. Gut, vielen Dank. Dann haben wir noch eine Frage von Herrn Mesch von der Presse Augsburg. Und zwar fragt er, ist aufgrund der deutlichen Lockerungen Stand heute wieder Hoffnung für die Durchführung der Duld als Open-Air-Kaufhaus zu erwarten? Das kann zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht gesagt werden. Es ist nach wie vor die Regel, dass bis zum 31.08. auch entsprechende Großveranstaltungen mit dichtem Gedränge nicht gestattet sind. Die Duld würde ich jetzt mal aufgrund der Enge dort auch grundsätzlich darunter packen. Aber was sich da in den nächsten Wochen und Monaten ergeben wird, das kann vom heutigen Zeitpunkt Anfang Mai noch nicht ausgeführt werden. Danke. Dann fragt Herr Heinzle von der Augsburger Allgemeinen, finden trotz der Lockerungen weiterhin Kontrollen auf Plätzen und Grünanlagen statt? Da darf ich den Herrn Pinsch nach vorne bitten. Vielen Dank für die Frage. Selbstverständlich werden wir die Infektionsschutzverordnung, die jetzt vorliegt, weiterhin kontrollieren, und zwar in enger Abstimmung mit Polizei und Ordnungsdienst. Das heißt, die Begehungen auf den Plätzen der Stadt, in den Parks, auch am Kuhsee, an den Wertachufern, am Lechufer, werden wir weiter durchführen und auf die Einhaltung dieser Abstandsregeln und des Abstandsgebots achten. Und hier bitte auch nochmal der dringende Appell, sich wirklich in der Eigenverantwortung auch an dieses Abstandsgebot zu halten. Dann gibt es auch eine Frage der Augsburger Allgemeinen zu Schulen und Bildung.
Lehrerinnen und Lehrer, schreibt der Herr Heinzle, sollen Schüler auch weiter per Homeschooling unterrichten. Die nötige Technik dafür müssen die Lehrer aber selbst anschaffen und bezahlen. Denkt die Stadt daran, Lehrer technisch besser auszustatten? Also wir haben ja Mittel des Freistaates wie des Bundes, die wir bekommen, sind da auch im Rahmen des Digitalpaktes natürlich in der Umsetzung, damit die technische Ausstattung verbessert wird. Es wird jetzt aber keine zusätzlichen Mittel, zum Beispiel für Tablets, zur Verfügung gestellt werden. Und dann stellt er die Nachfrage, wie sieht es mit der technischen Ausrüstung von Schülern aus, die zu Hause keinen Computer und kein Tablet haben? Hilft die Stadt hier? Ich weiß, dass das gerade eine viel diskutierte Fragestellung ist an den Schulen und dass der Bedarf und der Wunsch natürlich in etlichen Familien vorhanden ist. Ich sehe es aber für notwendiger an, dass wir schauen, dass die technische Ausstattung erstmal grundsätzlich gut an den Schulen vorhanden ist, als jetzt hier zügig noch in die Beschaffung beispielsweise von Tablets oder Smartphones zu gehen. Wir brauchen erstmal das WLAN an den Schulen überall, wir brauchen die Glasfaseranschlüsse an den Schulen überall. Das ist das Augenmerk auch der Finanzströme, die wir von Bundes- und Landesebene bekommen. Und wir sind ja sukzessive eben in der Rückgewinnung des Schulbetriebes und in den nächsten Wochen werden immer mehr Schülerinnen und Schüler an den Schulen sein und dort auch die Möglichkeiten natürlich nutzen können. Weil ich hier dann auch noch hinweisen möchte, dass es ja vor ungefähr 2 Wochen eine Spende gegeben hat der Langnerschen Stiftung genau für eben bedürftige Schülerinnen und Schüler, um dort eben auch mit Tablets diese auszustatten, um eben dieses Homeschooling auch tatsächlich umsetzen zu können. Und ich weiß auch, dass etliche Schulen oder Elternbeiräte sehr rege und aktiv im Sammeln alter Tablets beispielsweise sind und eigenaktiv werden, damit hier Schülerinnen und Schüler, die es bedürfen, noch Unterstützung zusätzlich bekommen. Dankeschön. Und dann fragt noch ATV, der Herr Wildfeuer. Er sagt, Ministerpräsident Markus Söder hat weitere regionale Lockerungen in Aussicht gestellt. Wie sehen Sie da die Chancen für Augsburg? Die Zahl der tatsächlich Erkrankten ist ja relativ gering. Und dann stelle ich die Nachfrage von ihm gleich dazu. Welche Vorbereitungen werden schon jetzt getroffen, sollten die Infektionszahlen wieder deutlich steigen? Es ist ja in den letzten Tagen eben mitgeteilt worden, dass es gerade eben jetzt dann auch um regionale Pandemiepläne gehen wird, weil es natürlich unterschiedliches Infektionsgeschehen in unterschiedlichen Landkreisen und Teilen Bayerns gibt. Da sind wir entsprechend gerade in der Vorbereitung und natürlich, es freuen sich alle, wenn es weitere Lockerungen geben kann. Aber ich glaube, dass unser Augenmerk vor allem jetzt erstmal darauf gesetzt werden muss, dass diese Lockerungen, die jetzt möglich sind, erstmal umgesetzt werden, dass es kein erhöhtes Infektionsverhalten gibt und dass wir so Schritt für Schritt uns wieder Richtung mehr Normalität bewegen. Keine weiteren Fragen. Vielen Dank fürs Zuschauen, einen schönen Resttag und herzlichen Dank an Frau Schuller.